Oh, mein Paket ist da. Mal draufklicken hier. Hä? Warum soll ich denn da eine App installieren? Das musste ich doch sonst auch nicht. Warte. Habe ich überhaupt was bestellt? Hallo zusammen, ich bin Thomas von Telekom Hilft. Habt ihr in letzter Zeit auch SMS bekommen, in denen euch Pakete angekündigt werden, obwohl ihr gar nichts bestellt habt? Dann ist Vorsicht geboten. Es könnte sich dabei um den Versuch handeln, Schadsoftware auf eurem Android-Smartphone zu installieren oder durch Phishing Daten abzugreifen. Und einmal darauf hereingefallen, kann es passieren, dass eure Kontakte ausgelesen und massenweise SMS von eurem Smartphone versendet werden. Das Gemeine ist, ihr bekommt davon gar nichts mit. Und es können hohe Kosten entstehen, insbesondere dann, wenn die SMS ins Ausland verschickt werden. Zunächst einmal gilt natürlich, prüft bei allen Nachrichten, die euch irgendwie komisch vorkommen, erst einmal den Absender. Insbesondere bei unbekannten Mobilfunknummern solltet ihr misstrauisch werden, vor allem dann, wenn die Nachrichten Links enthalten. Paketdienstleister oder Telekommunikationsanbieter erkennt ihr anhand des Namens. Und wo wir bei Paketdienstleistern sind, denkt mal ganz kurz nach. Habt ihr überhaupt was bestellt? Im Zweifelsfall klickt den Link lieber nicht an. Das Paket kommt notfalls auch so an und die Freude darüber ist dann noch viel größer. Im Allgemeinen ist es auch viel sicherer, die Sendungsverfolgung des Zustellers oder des Online-Shops, in dem ihr bestellt habt, zu nutzen. Insbesondere wichtig für alle User von Android-Smartphones, bitte installiert immer die aktuellsten Sicherheitsupdates aus dem Google Play Store. Aber auch die iOS-User müssen aufpassen. Durch das Aufrufen des Links und der anschließenden Eingabe von Daten kann eure Apple-ID samt Passwort abgegriffen werden. Ihr habt den Link schon angeklickt? Keine Sorge. Mit dem ersten Klick wird noch nichts installiert. Erst der zweite startet die Installation. Ein Stichwort Apps. Generell ausschließen, dass Schadsoftware auf euer Android-Smartphone installiert wird, könnt ihr, indem ihr die Endgeräteoption Softwareinstallation aus unbekannter Quelle oder Herkunft erlauben, deaktiviert. In der neueren Version heißt dieser Punkt App-Installation nur für den Google Play Store zulassen. Wenn der schlimmste Fall eingetreten ist und ihr von dem Bot befallen seid, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr davon erfahrt. Nummer 1, ihr habt ungewöhnlich hohe Kosten für den Versand von SMS ins Ausland auf eurer Handyrechnung. Das kann durchaus schon mal ein dreistelliger Betrag sein. In dem Fall versetzt euer Smartphone bitte unbedingt sofort in den Flugmodus oder nutzt die SIM-Karte gegebenenfalls in einem Ersatzgerät. Variante Nummer 2, ihr werdet von uns per SMS über eine mögliche Betroffenheit informiert. Wir haben euch dann zur Sicherheit schon für den Versand abgehender SMS gesperrt. Wendet euch bitte an uns unter der Rufnummer 0800 330 7711. Die Schadsoftware muss nun wieder vom Gerät entfernt werden. Das geht leider nur, indem ihr es auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Kontakte und Bilder könnt ihr natürlich vorher sichern. Das waren meine Tipps für euch. Bleibt wachsam und bis bald. Ciao!